Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Vault 123. Und kurz vor dem Starten der Aufnahme, genau, habe ich nämlich den mysteriösen, fremden Jingle wieder gehört. Aber nicht gefunden. Wir haben zu viele Räume schon. Er kann sich einfach zu gut verstecken. Wir brauchen aber nicht mehr viel, um jetzt die Schule aufzurüsten und eine Universität, wie ich hoffe, daraus zu machen. Und es ist noch etwas passiert, habe ich gerade so gesehen. Kurz vor der Aufnahme ist Peter Hardy erwachsen geworden. Was kann er denn? Perception kann er gut. Wahrnehmung. Ja, nein. Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Mal sehen, was überhaupt frei ist. Eigentlich sollte er ja auch in die Wasseraufbereitung. Nur haben wir eine Wasseraufbereitung, mit der sind wir ja auch seltsamerweise zufrieden immer noch. Er könnte Kraft trainieren oder hier unten könnte er auch was trainieren. Oder Glück. Glück wird er aber nicht so gut trainieren können, weil das schon voll ist, oder? 2, 4, 5. Nein, Glück kann er auch. Ja, dann mal her mit dem Glück. Wo ist der Glücksjunge? Peter Hardy. Ups. Hat er blonde Haare und dunkle Haut? Noch mehr verbessern können wir das hier nicht, oder? Glück wird schneller erhöht, ja. Ist schon maximal verbessert. Wie sieht's denn eigentlich mit unserer Waffenproduktion aus hier? Ups. Minuten, die sind gleich fertig. Wie schön. Die verbesserte, abgesägte Schrotflinte. Jetzt haben wir doch schon wieder etwas mehr Schrott. Das bedeutet doch, wir sollten da etwas mehr, etwas Besseres gleich bauen können. Hoffentlich ein Scharfschützengewehr. Kann man das nicht einsehen, was man dafür braucht? Ja, so richtig nicht. Ach, der müsste hier irgendwo sein. Dem Geräusch nachzuurteilen, das kommt doch nicht immer in der Mitte, oder? Nein. Das haben wir doch jetzt schon mal rausgefunden, dass das immer ungefähr daher kommt, wo er ist. Da ist er. Da war er ja. Es reicht aber immer noch nicht ganz. Da, 21 Minuten braucht unser Peter nur. Und Rebecca noch 45 Minuten, das ist schön. Stephen auch nur 43 Minuten. Und die beiden hier jeweils auch 45 Minuten. Sehr schön. Amanda braucht ein bisschen lange. Warum? Welche Stufe hat sie denn? Stufe 1, aber sie ist schon sehr glücklich. Da braucht sie wirklich ziemlich lang.
musste das jetzt sein? Na, die schaffen das aber gut hier. Außer Patrick Cox, der freut sich nicht so darüber. Der hat sich geärgert darüber. Aber dafür hat er Erfahrungspunkte bekommen. Na, also. Ja gut, kann mal passieren. Oh, Maulwurfsratten. Hier? Oh, Skorpione, hier. Oh nein! Schafft ihr das denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Wo ist der Skorpion jetzt? Da oben, okay, da ist keiner drin. Wunderbar. Bleib erstmal da, Skorpion. Wir haben nämlich keinen Red Away mehr. Das dauert ziemlich lange, bis das jetzt hergestellt ist. Der Skorpion. Ja, ja, soll er ruhig da... Moment, ist da noch ein zweiter irgendwo unterwegs? Oh nein. Großer Angriff der Skorpione. Das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen immer schön Red Away haben, so. Teures Vergnügen, sonst da verschwindet er schon zum Glück wieder. Los, erschieß den Skorpion. Das ist gar nicht so einfach. Vor Skorpionen hau ich auch lieber ab. Ihr schafft das, ihr schafft das. Nein, er lebt noch. Nicht wegrennen. Erschießen. Warum steht ihr nur so rum? Und lasst ihn entkommen. Irgendwo ist doch noch ein Skorpion hier, aber wo? Wo ist der Skorpion? Ich will nicht, dass wieder Leute sterben. Ja, ja, Red Skorpion-Angriff, nur ich sehe keine. Die haben sich eingebuddelt, die fiesen... Oh nein, hier unten. Er ist ganz alleine. Da, helft ihm mal, Pip. Und wie er alle heißt hier. Wie, was? Das war's? Der ist einfach abgehauen, der Skorpion? Oha, das war aber schon wieder... Ja, dann teilen wir das eben auf. Stimpaks haben wir scheinbar genug im Moment. Schicken wir nochmal einen nach unten wenigstens. Dann geht das hier etwas schneller im Forschungszentrum. Warum haben wir auf einmal so wenig Energie? Hat der Red Skorpion unsere Energiekabel irgendwie durchknabbert, durchbissen? Durchzwickt? Abgeklemmt? Joshua Newton, ja, der hat schon was gefunden. Und
Kronkorken auch. Oh, zwei Kronkorken hat unser Roboter schon gefunden. Ich weiß nicht, ich finde den nicht mehr. Den mysteriösen Fremden. Ach so, was war denn mit dem Roboter? Mr. Handy, was hast du denn gefunden? Aufseher, sind Sie da draußen? Bitte, ich flehe Sie an, lassen Sie mich nicht sterben. Ja, aber der verliert ja gar keine Energie da draußen. Also wenn er keine Energie verliert und bis jetzt hat er auch sonst nichts erlebt. Pff, ja, der findet aber auch nichts. Das ist ja das. Ah ja, aber dann kann er besser da draußen rumschwirren als im Vault. Da wird er ständig angegriffen. Und stirbt. Für 2000 Kronkorken müssen wir ihn reparieren. Vielleicht, wenn man 100 Stück von den Dingern hat und die alle losschickt. Naja, dann hätte man 100 Mal so viel. Ich glaube immer noch, dass es besser ist, Menschen zu haben als Mr. Handy hier im Vault. Aber vielleicht können auch drei von der Sorte mehr anrichten bei so einem Großangriff. Jetzt haben wir den Schlamassel mit der Energie auf einmal. Warum denn? Was ist denn da los? Vielleicht ist das hier falsch verteilt. Aha, ihm geht's nicht so gut. Ich verstehe. Ja, ich höre ihn, aber ich kann ihn nicht sehen. Steht er im Dunkeln? Da ist er. Reicht noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber vielleicht jetzt. Nein, immer noch nicht. Ja, sollen wir hier nicht mal die beiden nach unten oder einen wenigstens nach unten schicken? Da vielleicht geht das dann schneller mit der Energie. Ich meine, das hier produziert 66 Energie, oder? Und das hier nur 44. Ja, in dieser Folge schaffen wir das wieder nicht. Aber morgen werden wir es schaffen. In der nächsten Folge nämlich.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen und für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.